Unsere Justiz räumt den Opfern zu wenig Platz ein. Das sagt auch Claudia Christen. Die Kriminologin organisiert darum spezielle Kurse, wo verschiedene Opfer und Angehörige Täter begegnen können. Die Miriam Neiss hat so einen Kurs besucht. Vor 12 Jahren hat ihre Brüder Großeltern ermordet. Claudia Christen und Miriam Neiss besichtigen das ehemalige Stadtgefängnis in Wövel. Bis 2004 waren hier Straftäter untergebracht. Heute dienen die Zellen als Künstlerateliers und Büros. In diesen Mauern sind so viele Geschichten. Ich denke auch, wenn man die Zellen anschaut, wenn du dir vorstellst, vielleicht 23 Stunden oder so, so in den Zellen innen, Wünsche oder drin sind, was ihnen vorgeht, dann kommt die Einsamkeit. Und natürlich ist die Isolation. Seit vielen Jahren beschäftigt sich die Kriminologin Claudia Christen mit den Folgen von Straftaten. Nicht nur für die Täter und Opfer, sondern auch für deren Familien. Vom Kontakt, den ich mit Angehörigen habe, weiss ich, dass es für viele sehr, sehr schwierig ist. Einerseits verstehe sie oft nicht, wie es dazu ist gekommen, was der Hintergrund ist. Sie sehen aber auch, wie oft halt die Gefangenen auch leiden unter der Situation. Und sie selber leiden ja auch. Ich denke, es ist wirklich so eine Situation, in der sie irgendwo einfach auch beide Seiten verloren sind. Ein brutaler Doppelmord stellt vor 12 Jahren das Leben von Miriam Neiss auf den Kopf. Der Bruder der damals 19-Jährigen ermordet die eigenen Großeltern. Für die Tat sucht sie bis heute nach Erklärung. März 2006. Miriam Neiss ist in der Ausbildung zur Pflegefachfrau. Es ist ein Tag wie jeder andere, als sie zu einem Gespräch mit der Krankenhausseelsorgerin gerufen wird. Dann sind sie mit mir in die Kapelle gegangen. Und dort hat die Seelsorgerin zu mir gesagt, ja, Oma und Opa sind tot. Und dann sind natürlich tausend Gedanken gekommen. Moment mal, wenn beide tot sind, dann entweder ist es ein Straftat von jemandem oder ein Unfall, zum Beispiel ein Autounfall oder so. Doch niemand sagt ihr, was passiert ist. Polizeibeamte bringen sie schließlich auf die Wache. Dort trifft Miriam ihre Eltern. Sie einfach furchtbar ausgesehen, einfach ja, Tränen in den Augen, einfach aufgequollen vom Grennen. Und meine Mutter ist reingekommen und hat gesagt, Miriam, Oma und Opa sind tot und mein Bruder ist es gewesen. Dort ist auch Schmerz gekommen. Das hat sich wie breit gemacht. Später erfährt Miriam, ihr Bruder war nachts in die Wohnung der Großeltern eingedrungen und hat beide erstochen. Danach will er sich selbst töten, überlebt aber schwer verletzt. An die Beerdigung in der Nähe von Berlin kann sie sich genau erinnern. Also ich weiß, ich fand das Gefühl am schlimmsten, dass man vor zwei Särgen steht. Also ein Sarg an sich ist ja schon schlimm genug, eine Beerdigung ist schlimm genug, selbst wenn es durch natürliche Umstände ist, selbst wenn es im hohen Alter ist. Aber so die Situation, an zwei Särgen zu stehen, von zwei Menschen Abschied zu nehmen und dann noch unter den Umständen. Der Bruder ist bereits im Gefängnis. Der Psychiater vermutet bei ihm eine schwere Persönlichkeitsstörung. Miriam ist voller Wut. Er war ja mit der Tat, dann war er weg. Aus dem ganzen Leben, was wir hatten, war er weg. Er hat das auch mit der Presse nicht mehr mitbekommen, wie es in allen Zeitungen stand. Und da wollte ich ihn wie konfrontieren damit. Ich wollte ihm sagen, hast du eine Ahnung, wie das für uns ist, da draußen noch zu sein? Er hat das alles nicht mehr mitbekommen. Beerdigung, Presse, mit anderen Menschen, sich einfach wieder so zeigen auf der Straße oder vor Nachbarn. In den zwei Jahren nach der Tat befindet sich Miriam im psychischen Ausnahmezustand. Und dann kommt ja noch die Ruhe dazu. Ich war am Boden, also ich bin wie zerbrochen worden. So beschreibe ich den Zustand. Und man hat eigentlich keine Kapazität, das alles. Und es kommt so abrupt. Ich sage für heute, ich weiß nicht, ich hätte wahrscheinlich nicht überlebt, wenn es Gott nicht hätte. Das war so für mich mein einzigster Halt. Das hat Claudia Christen setzt sich dafür ein, dass die Betroffenen von Straftaten gemeinsam einen Weg in die Zukunft gehen können. Im Gefängnis Lenzburg organisiert sie Kurse, die auf der sogenannten restaurativen Justiz aufbauen.
Das Ziel der restaurativen Justiz ist im Prinzip, dass die direkt Betroffenen von der Straftat, das sind natürlich Opfer, Täter, ihre Angehörigen und sonst Betroffene, dass sie die Chance haben, die Tat aufzuarbeiten. Ich erkläre das oft mit einem alten Möbelstück, das kaputt gegangen ist. Wenn man es restauriert, es wird nie mehr so, wie es vorher war. Aber man sucht etwas Neues, das auch wieder schön ist, das Sinn macht, daraus zu machen. Es geht um Restauration von Leben, Sinnfindung, einen Weg gegen vorne zu suchen. An den Kursen nehmen Opfer von Straftaten, beispielsweise Einbrüchen, aber auch Angehörige von Mordopfern teil. Sie treffen auf Täter ähnlicher Fälle. Da ist ein sicherer Rahmen zu schaffen, wo sie zusammen reden können, wo die Gefangenen sich oft auch das erste Mal bewusst werden, was ihre Taten wirklich ausgelöst haben. Das sind Menschen, die sie verletzt haben. Für die Opfer genau gleich zu sehen, was die Täter dazu gebracht haben. Der Aufbau von Beziehungen, das einander anfangen zu verstehen, so, das hilft dir oft sehr bei Aufarbeitung und irgendwo das Ganze auch abschließen. Miriam lebt bis heute mit einem Fragezeichen. Ihr Bruder wurde mittlerweile aus dem Gefängnis entlassen. Bis heute kann er ihr nicht sagen, warum er die Tat begangen hat. Im vergangenen Mai nimmt Miriam darum bei der Täter-Opfer-Begegnung in Lenzburg teil. Dort war wirklich der Ort, wo ich das Gefühl hatte, dort gehört die Geschichte an. Die Opfer verstehen mich, die Täter verstehen mich. Alle haben mit der auf unterschiedliche Art und Weise. Dort habe ich sie zum ersten Mal eigentlich auch in meinem Leben, ohne dass ich etwas weggelassen habe, alles erzählt. Wirklich von A bis Z. Es kann wirklich heilig passieren. Eben gerade bei Opfern, die schwer traumatisiert sind, wo man merkt, dass nach diesen Gesprächen, nach diesen Dialogen, die Albträume, die sie manchmal jahrzehntelang hatten, plötzlich weg sind. Dass sie sagen, ich kann endlich wieder allein ohne Angst auf die Strasse raus oder solche Sachen machen. Das zum Abschluss bringen. Dass einfach auch die posttraumatischen Symptome nachher irgendwie mehr verschwinden können. Mit Gleichgesinnten hat Claudia einen Verein gegründet. Sie setzen sich dafür ein, dass die verschiedenen Programme und die Philosophie der restaurativen Justiz in der Schweiz Verbreitung finden. Ich hätte es gar nicht gedacht, aber restaurative Justiz hat mich wie ein größeres Stück weitergebracht. Heilig zu empfinden, Ruhe zu bekommen oder auch manchmal auch Klarheit. Der Kurs hat mir wie Kraft gegeben, dass ich mehr Mut hatte, mich nochmal von der anderen Seite dem Thema zu widmen. Gerade weil ich andere Opfer gehört, andere Täter habe nochmal hören durfte. Auch mit gewissen Fragen, Antworten auch nochmal zu meinem Bruder zu gehen. Ihn dort auch nochmal zu fragen oder auch für mich dort nochmal Ruhe zu finden.